Datendurchblick, der Podcast. Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall und Katharina Schüler. Katharina, du warst gestern auch tauchen und du weißt ja, dass ich eine leidenschaftliche Taucherin bin. Ich liebe das. Ich habe spät angefangen mit dem Tauchen, weil es 1000 Gründe gab, warum es vorher nicht gegangen ist. Und man denkt immer, Tauchen ist so eine unsichere Sache. Wie hast du dich denn da gestern unter Wasser gefühlt? Das habe ich mir noch gar nicht erzählen lassen. Aber du sahst so glücklich aus auf den Bildern. Mich macht Tauchen auch immer total glücklich, obwohl es super anstrengend ist. Ja, das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Vorher bin ich halt mal in einem See getaucht, aber halt auf Strecke oder halt in einem Schwimmbecken. Mal gucken, schafft man eine Bahn oder so. Und jetzt hatte ich gestern die Möglichkeit, so einen Schnupperkurs zu machen im Apnoe-Tauchen. Also wo man halt zwar mit so einem Neoprenanzug taucht, aber halt in einer Maske, aber halt ohne Sauerstoffflasche. Und wir haben halt Tauchen auf Tiefe ausprobiert. Und halt, du musst halt die Luft anhalten und gehst dann halt unter Wasser. Und das war für mich einfach ein wahnsinnig interessantes Erlebnis. Also so, es ging halt darum, das war halt auch dieses Thema von diesem Schnupperkurs, dass man seine eigenen Grenzen auch mal austestet und also das mal erlebt, wie das ist, wenn man was macht, von dem man glaubt, man schafft es halt auch nicht und lernt, sich selber in Ruhe zu bringen. Also auch wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt eigentlich, dass einem jetzt eigentlich die Luft ausgeht, trotzdem ruhig zu bleiben und einfach das weiterzumachen, was einem jetzt jemand gesagt hat. Und das war für mich ein Wahnsinnserlebnis. Also ich hatte echt Angst am Anfang davor und dachte, ich schaffe das nie. Und ich meine, ich bin dann auf 10 Meter runtergekommen und deutlich über eine Minute dann im Wasser geblieben. Und es war, also wow, echt sehr beeindruckend. Ich glaube, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was du dran findest. Ist ja was ganz anderes, Apnoe-Tauchen und Tauchen mit Geräten. Und ich glaube, also worüber wir ja auch eigentlich reden wollten oder gedacht haben, dass wir heute reden, ist, dass es so schwierig ist, über solche Sportarten Todesfallstatistiken zu machen, weil du gar nicht weißt, was die Gesamtgrundheit ist und wer taucht denn wo und gibt wirklich jeder seine Todesfälle ein. Ich habe mich darüber mal belesen, was weniger damit zu tun hatte, dass ich wissen wollte, was meine Lieblingssportart, wie gefährlich die ist, sondern ich wollte es mal vergleichen. Der Freund meiner Tochter ist Surfer und ich finde immer, Surfen sieht so wahnsinnig gefährlich aus. Aber du findest über Surfen keine belastbaren Todesfallstatistiken. Das ist beim Tauchen ein bisschen anders, weil Tauchen einfach ganz anders organisiert ist und viel strenger reguliert ist. Und weil man da eben auch so sehr denkt, dass es so gefährlich ist, weil man da ja unter Wasser geht und weil man sehr viel Kurse vorher hat, weil man sehr, sehr genau lernt, auch mit so Zahlen umzugehen und genau weiß, welche Dinge man wie aufbauen muss. Aber es ist eben ganz schwierig. Und ich glaube, also gerade solche Art von Todesfallstatistiken sind ja immer schwierig, oder? Ja, ich fand es interessant, dass wir, also am Anfang, da hatten wir ja auch so eine theoretische Einführung, was muss man alles machen und so weiter. Und natürlich kamen auch die Fragen, wie gefährlich ist eigentlich Tauchen? Also wie viele Leute sterben dabei, ist es gefährlich oder nicht? Und es ist natürlich schon, es gibt dir natürlich schon erstmal zu denken, wenn du, bevor du überhaupt hin darfst in diesen Kurs, erstmal so einen ewig langen Gesundheitsfragebogen ausfüllen musst, wo du dir denkst, so, ja, wer kann denn da jetzt überall Nein ankreuzen? Und dann musst du halt, und dann steht dann auch noch drunter, ja, wenn du da einmal Ja angekreuzt hast, musst du es dir von deinem Arzt bestätigen lassen, dass du tauchfähig bist und so. Also es war schon ziemlich krass. Und dann eben diese ganzen Sachen, okay, wie viele Leute sterben eigentlich beim Tauchen und ist das nicht super gefährlich und so weiter. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich mache ja sehr, sehr viel Sport. Ich habe schon viele Sportarten ausprobiert. Und ich bin schon in vielen Sportarten auch an meine Grenzen gegangen und habe mir dann eben auch gedacht, nachdem wir da geredet haben, wie messe ich das eigentlich? Weil, oder ist es überhaupt vergleichbar? Weil bei vielen Sportarten weiß man ja gar nicht, wie viele Menschen diesen Sport treiben. Das wird überhaupt nicht erfasst. Und wenn die dann zum Beispiel beim Wandern verunglücken, ist es dann irgendwie, wird dann aber auch nicht drüber geredet, dass Wandern so gefährlich ist, sondern dann wird eigentlich mehr drüber geredet, dass die Leute sich halt eigentlich überschätzen. Und beim Tauchen ist es durchaus auch so eine Frage, ist Tauchen an sich so gefährlich oder ist es halt, weil Menschen sich halt total überschätzen, wenn sie halt sehr schnell, sehr tief tauchen oder so. Und der andere Punkt, über den ich auch nachgedacht habe, ist so, ist es überhaupt vergleichbar? Weil die Menschen, die bestimmte Sportarten machen, ja selber auch nicht unbedingt vergleichbar sind. Also es gibt ja Sportarten, die können irgendwie alle machen oder machen alle, egal wie alt sie sind, wie gesund sie sind und so weiter und andere, aber da
die machen ja eigentlich nur sehr gesunde oder sehr trainierte Menschen. Und ist das nicht eigentlich auch was, was man mit einbeziehen sollte, wenn man drüber nachdenkt, wie gefährlich ist was? Absolut. Und was man beim Tauchen auch nicht vergessen darf, und ich bin an unterschiedlichen Orten auch schon tauchen gewesen, ist, inwieweit die Menschen, die sich da um dich kümmern, ich habe nur ganz wenig eigenes Equipment, ich habe irgendwie so Brille und Anzug, aber was ich nicht habe, ist der Tauchregulator, also dieses Mundstück, worüber du Luft holst, und ich habe dieses Jacket nicht, was du brauchst, was sich ja dann aufpustet und was dich dann eben unter Wasser hält, das ganze Blei und so, das habe ich nicht selber. Und ich habe an unterschiedlichen Orten in der Welt sehr unterschiedlich gute oder schlechte Tauchausrüstung bekommen. Und das sind durchaus auch Dinge, die du natürlich in diese Todesfallstatistik mit einschließen müsstest. Wie gut war denn die Tauchschule? Also ich war jetzt gerade in Griechenland tauchen an zwei Orten auf kleinen Inseln. Da hat es ein fantastisches Equipment. Ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Aber wir waren eben auch schon am Roten Meer tauchen. Da hatte ich dann so ein zerbissenes Mundstück und das ist mir dann immer halb aus dem Mund rausgerutscht. Und so, das ist natürlich dann eine ganz andere Nummer, und die Wahrscheinlichkeit, dass dir da was passiert, wenn dein Equipment nicht so gut gewartet ist, das ist eben deutlich höher, und das müsste man eben auch einpreisen in das, wie gefährlich ist Tauchen, weil ich meine, du musst ja auch vergleichen, ob du jetzt die optimale Ausrüstung hast oder eben nicht die optimale Ausrüstung, ne? Und das ist ja zum Beispiel beim Joggen, wo ich mehrere Menschen kenne, die gejoggt sind und dabei einen Herzinfarkt hatten, da brauchst du ja keine Ausrüstung, da kommt es ja nur auf dich drauf an, da kommt es auf deine körperliche Fitness drauf an. Deswegen ist dieses, wie gefährlich ist eine Sportart, wirklich in der Tat wahnsinnig schwer zu vergleichen. Ne? Und auch dann zu vergleichen, zum Beispiel dieses Freediving, was du gemacht hast, was ich total toll finde. Und da gibt es ja Leute, die können wirklich ewig unter Wasser sein, die können richtig, richtig tief. Aber ich glaube, da wird es noch schwieriger sein, Statistiken zu machen, weil da ja gar nicht gemessen wird. Wenn du da alleine unter Wasser gehst und Freediven gehst, wer soll denn das wissen, dass du Freediven warst und daran gestorben ist? Es ist ganz schwer, da belastbare Zahlen zu machen. Ne? Ja gut, das habe ich gestern gelernt, dass Leute, die das wirklich professionell machen und ernsthaft machen, die würden nie allein ins Wasser gehen. Du gehst immer mit deinem Tauchbuddy, man sichert sich immer gegenseitig. Das ist eigentlich auch wie beim Bergsteigen oder so. Es ist ohne Sicherung. Also dann ist es halt wirklich einfach lebensmüde. Und auch das müsste man ja eigentlich dabei berücksichtigen. Aber das bringt mich gerade so auf den Punkt, so ohne Sicherung, ja. Das heißt ja immer so, eigentlich ist es am gefährlichsten im Haushalt. Weil so viele Leute im Haushalt sterben, bei Haushaltstätigkeiten. Aber auch da muss man sicherlich denken, so, naja, ist es eigentlich fair, darüber Statistiken zu machen, wenn es halt Leute gibt, die sich halt irgendwie, keine Ahnung, einen Hocker auf einen Stuhl oben drauf stellen, um dann irgendwie außen am Balkon noch an irgendwas ranzukommen und dabei abstürzen. Also das liegt ja nicht daran, dass Haushaltstätigkeiten so gefährlich sind, sondern dass Leute manchmal einfach auf sehr, sehr dumme Ideen kommen, wenn sie irgendwas machen und nicht darüber nachdenken, wie gefährlich das sein könnte. Absolut. Und ich meine, das ist ja, also auch, was man da eben auch bedenken muss, ist, wie sicherheitsbedürftig bist du? Und du bist natürlich je nach Sportart auch eher sicherheitsbedürftiger oder eben nicht so. Und gerade beim Tauchen, wenn du so jemand bist wie ich würde niemals auf die Idee kommen, ohne Buddy runterzugehen. Ne? Ich vertauche immer mit meinem Mann oder meinen Kindern, oder meistens tauchen wir zu viert. Und dann sind wir eben immer zwei Buddy-Teams. Und ich bin auch ganz froh, obwohl ich Tauchscheine habe, dass ich alleine tauchen dürfte. Ich bin da ganz zufrieden, dass da immer so jemand vor mir hertaucht und nochmal kontrolliert, ob ich das kann, und war ziemlich erschüttert, als ich beim letzten Mal gesagt bekommen habe, du hast doch jetzt den großen Tauchschein, da kontrolliere ich deine Ausrüstung jetzt nicht mehr. Habe ich gesagt, doch, ich möchte es doch, aber grundsätzlich, wenn du dann irgendwann mal so einen Tauchschein hast, dann darfst du theoretisch allein, und da kommt natürlich mein ganz persönliches Sicherheitsbedürfnis hoch, ich lass mir das immer noch kontrollieren. Das ist natürlich für mich als Narkoseärztin, da hast du ja auch immer, auch wenn deine Pflegekraft morgens das Beatmungsgerät gecheckt hatte, das ist ja meine Verantwortung, wie das ist mit dem Patienten an dem Beatmungsgerät. Und deswegen habe ich das immer noch mal gecheckt. Aber ich meine, auch sowas musst du natürlich immer in deine Statistik für jegliche Todesform irgendwie mit einberechnen oder Todesfallstatistik. Und ja, der Hocker auf dem Stuhl auf der Galerie ist natürlich irgendwie eine andere Nummer, als wenn ich einfach auf meine Leiter steige. Ne? Ja. Das Interessante daran ist, dass bei vielen Sportarten eben Versicherungen dann sagen, ja, du hast ein erhöhtes Todesfallrisiko oder ein erhöhtes Unfallrisiko, deswegen ist deine Versicherungsprämie einfach höher. Und
Ja, klar, in gewisser Weise ist es ja auch sinnvoll, das zu machen, wenn man sagt, so statistisch gesehen sterben halt mehr Leute an Unfällen oder haben mehr Leute Unfälle, wenn sie bestimmte Sportarten machen oder sterben daran. Aber eigentlich ist es doch auch irgendwie ein Versuch, was messbar zu machen, was, wenn man genauer drüber nachdenkt, gar nicht so leicht zu messen ist, wie wir es uns gerne vormachen. Also jedenfalls nicht, indem man einfach Fälle zählt und versucht, die zu teilen durch die Anzahl an Leuten, die eine bestimmte Sportart machen oder bestimmte Hobbys haben. Ja, so ist das eben in der Welt der Statistik. So einfach, wie man es denkt, ist es nicht. Genau. Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.